Ja, und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3 mit eurem Sarix. Wir suchen ein Ross für eine unbekannte Kreatur. Haben schon das Ross. Ging aber schnell. Beweg dich. Jetzt schnell zu diesem unbekannten Wesen. Komm schon. Schönes Pferd. Jetzt ab mit dem Pferd in die Höhle. Na, das kann ja was werden. Ich traue dieser Kreatur nicht. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich das wirklich so mache und das Pferd es opfere. Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Das Wesen überlisten. Mal sehen, was passiert. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Nein, ich sollte jetzt dein Blut fließen und das Pferd davon trinken lassen. Das werde ich aber nicht tun. Ich traue dir nicht. Ich muss dich aufhalten und zerstören. Verrat! Ob ich es überlebe, weiß ich noch nicht. Ach, das war ja einfach. Und jetzt ab zu den Muben. Los, los! Ich häng hier fest, also gehe ich so raus. Oh, da sind ein paar Leute. Um den Krähenfelsen solltest du einen großen Bogen machen. Mal sehen, was jetzt kommt. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Das Herz des Baums war besessen. Ich habe das Herz zerstört und das Wesen, das sich seiner bemächtigt hatte. Also war es ein Geist. Kommt er zurück? Nein. Die Muhmen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Ich habe keine gute Befürchtung. Bitte nicht. Oh nein, er schneidet sich ein Ohr ab. Gut, dass ich noch nichts gegessen habe. Die Bezahlung
bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Oha. Aber doch nicht so. Handschuhe, Jäger, Stiefel, neuer Quest, neue Gegenstände, interessant. Steck dein Schwert weg, Junge! In Wahrheit ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Du darfst nicht lachen, nicht der Gaffelste. Hintergehe uns nie wieder! Wir vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drall wie Ferkel und süß wie Karamell. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie haben das Baby verflucht. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstört und erschöpft. Und so kam stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort, also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Es werde Licht. Wir wussten, dass jemand Besonderes kam. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie
Wir fielen uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt, der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Emlerit kriegt sie, ja, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Gut, dass sie wach ist. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Oh, es schneit. Die wilde Jagd ist also schon da gewesen. Geht's doch immer noch am einfachsten. Weg von allem. Da hatten wir ja wohl Glück. Geht's weiter? Ah, von da aus kennen wir schon weiter. Da ist sie beim Bau gelandet. Sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. So ist es. Sirion, ich komm wieder und dann geht's rund. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber keine von uns. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Also diese Hexen sind wirklich... Okay. Jetzt können wir theoretisch zum Baron. Und ihm sagen, wo seine Frau ist. Wo ist ein Wegepunkt? Hm.
Na wartet, ihr kriegt noch euer blaues Wunder. Hoffe ich zumindest. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Likes, Kommentare, vielleicht sogar ein Abo. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zur nächsten Folge. Euer Sarex.